Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Mit dem Wochenspruch für den Sonntag Laetare begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer ersten gottesdienstlichen Online-Andacht. In dieser Zeit der Corona-Krise können wir uns nicht gemeinsam in unserer Kirche treffen, um Gottesdienst zu feiern. Das heißt aber nicht, dass die Kirche nicht mehr existiert. Ganz im Gegenteil, sie lebt und sie bringt auch immer noch viel Frucht. Über ganz neue Wege vereinen wir uns heute miteinander und wollen uns von Gott Kraft geben lassen für unseren Alltag. An jedem Sonntag, den wir von nun an vor uns haben und uns nicht persönlich treffen können, wollen wir auf diese virtuelle Weise miteinander Gottesdienst feiern. Dadurch können zwischen uns ganz neue Wege entstehen, die wir vorher nie genutzt haben. Und vielleicht ist es am Ende der Krise sogar so, dass wir rückblickend sagen werden, gut, was wir daraus gemacht haben, was sich an Neuem eingestellt hat. Gut, dass wir in dieser Zeit Mittel und Wege gefunden haben, Worte auszutauschen, Sorgen, Nöte und Ängste miteinander zu teilen und all das vor Gott zu bringen. Gebetsanliegen haben uns über die sozialen Netzwerke erreicht und wir wollen immer wieder diese auch in die Liturgien einbauen. Lieder können Sie gemeinsam zu Hause mitsingen. Wenn die Orgel spielt, hören Sie zuerst ein Vorspiel und danach können wir gemeinsam zu Hause 3 Strophen singen. Und so laden wir Sie nun ein, mitzusingen. Die Orgel beginnt und wir singen dann miteinander das Wochenlied Jesu, meine Freude im Gesangbuch, die Nummer 396. Thank you.
feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vielleicht fühlt es sich für Sie in letzter Zeit ja auch so an, als ob etwas von und in uns absterben würde. Unser Leben, die uns liebgewonnenen Gewohnheiten und unsere Freiheit, all das, was wir gerade jetzt im Frühling so gerne genießen, es wird massiv eingeschränkt. Der heutige Sonntag Laetare ruft uns zu: Freuet euch! Aktuelle Studien belegen ja, Freude ist gut für unsere Selbstheilungskräfte und sie stärkt unsere Psyche und damit hat sie positive Auswirkungen auch auf unser Immunsystem. Der gewinnt auch dem Schlimmsten noch etwas Gutes ab, möchten da vielleicht einige gleich erwidern. Ja, genau darum geht es am Sonntag Laetare, auch in diesen Zeiten, in denen alles ungewiss zu sein scheint, liegt eine Kraft, durch die Gott Neues hervorbringen kann. Lassen Sie uns gemeinsam beten mit Worten des 84. Psalms. Darin ruft der Beter vor langer Zeit Gott an und erinnert sich selbst daran, wie gut es ist, Gott als Kraftquelle zu erleben. Wir wollen beten. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Gebt Gott die Ehre. Miteinander beten. Freuen sollen sich in dir, o Gott, alle Menschen. Sättige uns mit dem Brot des Lebens, dass wir aus der Kraft deines Sohnes leben und einander in Liebe und Fürsorge begegnen. Du bist unser Halt im Leben, in unseren Ängsten, unsere Zuversicht in Zeiten des Zweifels. Du bist uns nahe in Traurigkeit und Verzagtheit. Du bist die Quelle unserer Freude, die uns begegnet in Jesus Christus, unserem Bruder. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Amen. In der letzten Woche gab es in einem Haushalt im Guldenbachtal ein frohes Ereignis. Neue Erdenbürger wurden geboren, 7 an der Zahl, 4 Jungs, 3 Mädels. Die Rede ist von jungen Welpen, einer schönen Labrador-Dame. Sie hat auf Instagram bereits einen eigenen Account und dort kann man die Familie sehen und bestaunen. Die sogenannte Milchbar, der Ort, an dem die Welpen sich nähren, stärken, um zu wachsen, um Lebensenergie zu tanken, damit sie bald kräftig genug sind, aufzustehen und in ihr eigenes Leben durchzustarten, das vor ihnen liegt. Noch ganz auf ihre Mutter angewiesen und kaum in der Lage, sich fortzubewegen, liegen sie jetzt da, fürsorglich umhegt von ihrer Mutter. Der heutige Predigttext erzählt von der Stadt Jerusalem und vergleicht sie mit so einer Milchbar, könnte man meinen. Da ist die Rede von der Stadt als tröstender Brust und herrlicher Mutterbrust. Friede und Reichtum fließen
als Strom bzw. Fluss zu den Menschen, wie die Muttermilch sich in die kleinen Mäulchen der hungrigen Welpen ergießt, bzw. ein Säugling sich an der Brust seiner Mutter labt. Es hat etwas Tröstliches, ja Heilendes und natürlich Nährendes und Stärkendes, Sättigendes, dieses hochemotionale Bild von der Einheit zwischen Mutter und Kind. Der Prophet Jesaja beschreibt im 66. Kapitel in den Versen 10 bis 14 diese Situation folgendermaßen. Freut euch mit Jerusalem, jubelt alle in der Stadt, die ihr liebt, singt alle voller Freude mit ihr, die ihr um sie getrauert habt. Dann werdet auch ihr euch an ihrer tröstenden Brust satt trinken können und euch an ihrer herrlichen Mutterbrust erfreuen. Denn so spricht der Herr: Schaut, ich werde den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen Fluss nach Jerusalem fließen lassen. Ihre Kinder werden saugen, sie werden auf den Armen getragen und auf den Knien liebkost werden. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet es zu sehen bekommen und euer Herz wird sich freuen. Eure Körper werden frisch sein wie grünes Gras. So macht sich die Hand des Herrn an seinen Dienern bemerkbar. Das Volk Israel befindet sich im Exil in Babylonien, dem heutigen Irak. Seit Jahrhunderten warten sie darauf, wieder in die Heimat zurückzudürfen. Jesaja teilt ihnen mit, dass es bald soweit ist, und er beschreibt, wie das sein wird, wenn sie wieder zu Hause sind in ihrem geliebten Jerusalem. Vermutlich geht es vielen von uns im Moment ganz ähnlich. Wir sehnen uns nach Heimat, nach Sicherheit und Geborgenheit, und das, obwohl wir ja eigentlich gerade an unser Haus und unsere Heimat festgebunden sind wie nie zuvor. Jedoch, es fehlt eben das wichtige Gefühl von Freiheit. Wir sind innerlich angespannt, teils schon zerrissen und ruhelos. Wir sehnen uns nach einem Frieden, der unseren Herzen Ruhe verschafft. Manche sind untröstlich, spüren die Ohnmacht, nichts tun zu können, abwarten zu müssen, was passiert. Sie brauchen gerade deshalb jetzt Trost und diese Fürsorge, die einem nur eine Mutter schenken kann. Gott sagt in den Worten Jesajas: Ich will das tun. Ich sende euch diesen Frieden. Ja, ich sende euch sogar Reichtum. Entgegen all dessen, was ihr gerade erlebt, Existenzängste, weil eure Läden, eure Restaurants und so weiter schließen mussten, eure Sorgen, wie mit dem Verdienstausfall zurechtkommen und so weiter, dem entgegne ich: Gott, ich sende euch Frieden. Ich sende Reichtum und Trost. Ich trage euch. Ich bin bei euch. Setze euch auf meine Knie, wie eine Mutter und ein Vater sein Kind auf den Schoß setzt, liebkost und tröstet. Ich selbst, Gott, will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wie wäre das, wenn wir das in diesen ungewissen Zeiten für uns in Anspruch nehmen? Wenn wir selbstverständlich wie die sieben Welpen davon ausgingen, dass die Mutter da ist und wir, dass Gott da ist, dass er sich uns zuwendet und sich um uns kümmert, dass wir uns an seine Milchbar nähren, neue Kraft tanken, stark werden und Trost erfahren. Das mittelhochdeutsche Wort für Trost bedeutet so viel wie zuverlässig und stark und ist mit Treu und dann eben Vertrauen verwandt. Wer zuverlässig und stark ist, dem kann man sich anvertrauen. Auf den ist Verlass. Dem vertrauen wir uns auch gerne an. Gott ist diese Konstante im Leben, entgegen allem anderen, was wir erfahren. Er kann und will unsere Herzen stärken und uns ermutigen.
Gebt jetzt nicht auf. Ich bin da. Lasst euch von mir trösten. Das wird euch gut tun und helfen. Vertrauen wächst dann dadurch, dass wir Trost erfahren. Das tut gut und gibt uns einen festen Boden, auf dem wir sicher stehen können und unseren ganz neu zu gestaltenden Alltag auch bewältigen können. Und so wird unser Vertrauen mehr und mehr zu dem Glauben, der uns innerlich reich werden lässt. Ein Glaube, der uns Frieden und Freiheit schenken kann. Gerade da, wo uns unsere eigenen Häuser und Wohnungen zu so etwas wie Gefängnismauern werden. Wenn wir dem Glauben in unserem Herzen Raum geben, dann werden wir die Wahrheit erleben, die Jesaja ausspricht. Ihr werdet es zu sehen bekommen und euer Herz wird sich freuen. Eure Körper werden frisch sein wie grünes Gras. Und so macht sich dann die Hand des Herrn an seinen Dienern bemerkbar. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen es, getrennt von unseren Freundinnen und Freunden und sind nicht allein. Wir beten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Jesu, meine Freude, wir singen es bangen Herzens in Sorge um die Kranken und sie sind nicht allein. Wir singen es bangen Herzens in Trauer um geliebte Menschen und sind nicht allein. Wir beten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Jesus, meine Freude, wir singen es unter deinen Schirmen. Wir singen es und bitten um Schutz und Schirm für alle, die pflegen, die forschen, die retten, die regieren.
Wir singen es und bitten um Frieden in unserem Land, bei unseren Nachbarn in Syrien. Wir beten gemeinsam, Herr, erbarme dich. Jesus, meine Freude, allein und in dir verbunden singen wir. Wir singen und loben dich. Wir singen und beten mit unseren Freundinnen und Freunden. Wir singen und hoffen für alle, um die wir Angst haben. Dir vertrauen wir uns an, heute, morgen und jeden neuen Tag. Amen. Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat und wie Christinnen und Christen es auf dem ganzen Erdkreis tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Tag und in die vor euch liegende Woche mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen guten Frieden. So segne euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.